Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietsmeet TV. Heute mit allen außer Sebastian und wir schauen uns an die Geschichte eines Maschendrahtzauns. Keine Ahnung, wir tippen auf Maschendrahtzaun in der Mörnung von Stefan Raab. Da gibt es scheinbar genug zu erzählen, 15 Minuten. Ich kenne das einfach nur als diesen Song halt. Ich denke, das Video wird cool. Ich hoffe. Es könnte ein sommerlicher Nachmittag gewesen sein, an dem eine unscheinbare Blaumeise oder ein Rotkehlchen, was weiß ich, egal, irgendein Federvieh halt, über der Grundstücksfläche eines kleinen 20.000 Einwohnerstädtchens einen befriedigenden Schiss abließ. So kacken die gar nicht. Das kleine Häufchen landete nur knapp neben einem Komposthaufen und zwischen zwei Grundstücksgrenzen, die liebevoll durch einen Maschendrahtzaun getrennt wurden. Was jedoch keiner ahnen konnte, war, dass sich in der Hinterlassenschaft unseres gefederten Freundes ein kleiner Samen befunden hat, aus dem sich in kürzester Zeit und durch die großartigen Gegebenheiten des anliegenden Komposthaufens ein Knallerbsenstrauch emporhob und sich langsam am Maschendrahtzaun entlangschlängelte. Als die Nachbarin und Besitzerin des Maschendrahtzaunes namens Regina bemerkte, wie dieser freche Knallerbsenstrauch sich an ihrem Zaun breitmachte und in Sorge war, dass dieser den Zaun zerstören und zum Rosten bringen könnte, kam es, wie es kommen musste. Das bereits angeschlagene Verhältnis zwischen ihr und ihrem Nachbarn Gerd sollte nun endgültig in die Brüche gehen. So oder so ähnlich begann die Geschichte von Deutschlands wahrscheinlich bekanntestem Nachbarschaftsstreit. Und wie lange sich diese ganze... Ich wusste nicht, dass da ein Nachbarschaftsstreit ist. Doch, das war okay. Alter. Ich wusste nicht, dass das eigentlich eine die gemeine Schneebeere/Knallerbsenstrauch sich mit dekorativen Früchten, die als Knallerbsen bekannt sind. Ah, ja. Die Dinger sind das. Diese weißen Dinger. Weil man Dinger. Die als Kinder immer auf den Boden geworfen hat und dann raufgetreten oder so. Peng, und dann genau. Money Peng, jo, das war mal cool. Ganzen kleinen Zankereien schon zogen, wusste mittlerweile niemand mehr so genau. Manchmal war die Rede von 10, manchmal sogar von 20 Jahren. Doch im Jahr 1999 sollten die beiden eine schwerwiegende Entscheidung treffen, die ihren Streit und vor allem den Maschendrahtzaun in ganz Deutschland berühmt machen sollte. Denn in diesem Jahr entschieden sich die beiden Streithähne, die wohl berühmteste rothaarige Person gleich nach Prinz Harry und Una aufzusuchen, um diese um Rat zu bitten. Richterin Barbara Salesch. Diese war von Anfang bis Ende der 2000er die wohl bekannteste Richterin Deutschlands, die in ihrem eigenen Fernsehformat im gestellten Gerichtsverfahren urteilte. Ja, aber wenn er sagt, das war 99, ich weiß nicht, wann Raab darauf aufmerksam geworden ist, aber das müsste ja dann so die Anfangszeit selbst von TV Total noch gewesen sein. Ja. Das war auch noch die Anfangszeit. Das hat er ja relativ schnell gemacht. Krass. Ach krass, am Anfang waren das echte? Aber bei Richterin Barbara, also ich weiß nicht, was sie vor Richterin Barbara Salesch gemacht hat. Da war die Richterin. Ja, das sind ja alles echte Richter und Richterinnen und Staatsanwälte. Sonst kannst du das Gelabere ja nicht danach machen, vernünftig. Ja, okay, aber dann, also ich lese den Text halt so, sie hat halt so Fernsehtätigkeit. Wurde sie beurlaubt und hat zunächst zivilrechtliche Straffälle übernommen, aber dann bei Richterin Barbara. Echte. Genau, in der Fernsehtätigkeit haben sie auch zunächst echte zivilrechtliche Straffälle übernommen. Genau, und dann könnte man das so verstehen, und im Fernsehformat Richterin Barbara Salesch urteilte sie dann in gestellten Gerichtsverhandlungen. Dem Vorgänger der aktuellen Serie, ja. Aber genau, weil es geht hier um Barbara Salesch, das Strafgericht in dem Fall. No. Das heißt, es könnte etwas sein, was noch vor Richterin Barbara Salesch passiert ist, wo es zunächst um echte zivilrechtliche Straffälle ging. Da wurde die wahrscheinlich beurlaubt für die Fernsehtätigkeit. Also die war wahrscheinlich Richterin und wurde dann beurlaubt, um beim Fernsehen die Sachen zu machen. Das wurde ja auch gar nicht auf RTL gemacht, sondern auf Sat.1 kam ja Barbara Salesch immer. Ja, deswegen, der Text hier kommt von RTL Plus, weil die da scheinbar noch ein anderes Format gemacht hat dann irgendwann. Das Strafgericht. Im Jahre 1999 handelte es sich dabei tatsächlich noch um echte und meist kleine zivilstrafrechtliche Fälle, die eben nicht gestellt waren. Das war aber witzig, das sollte man ab jetzt auch machen. Und so fanden sich Regina und ihr Nachbar Gerd nicht nur vor Gericht wieder, sondern auch noch im TV und forderten ein rechtsgültiges Urteil im Falle des Maschendrahtzaunes. Es geht hier um einen Knallerbsenstrauch. Gleich neben dieser Erdaufschüttung steht, direkt unmittelbar an unserem Drahtzaun verwachsen, reingewachsen ist. Und mein Mann hat 1988 diesen
Maschendrahtzaun neu gebaut durch dieses feuchte Erdreich. Die arme Frau, ey. Knapp ich frag mich ja, warum die aufgehört haben, echte Fälle zu nehmen. Ja, finde ich auch viel cooler mit echten Fällen. Ja, finde ich halt irgendwie cool. Ich denke mir auch so, dass das für sie selber ja auch cooler ist, oder? Wahrscheinlich gab es dann da rechtliche Probleme oder keiner wollte das mehr oder so. Wird halt irgendwann so ein, wobei, nee, wenn du die Leute austauscht, wird das auch kein Urheberrechtsproblem. Vielleicht auch dank Stefan Raab und der DSGVO oder sowas, dass dann irgendwann sich da Raab lustig drüber gemacht hat und dadurch dann, ne, Probleme entstanden. Ich dachte, also ich finde sowas immer ganz cool, also so, wenn du sowas siehst. Aber ist das dann auch rechtsgültig, was da entschieden wird, obwohl sie gerade ja eigentlich in ihrer Tätigkeit beurlaubt ist? Nee, das ist ja nachgestellt, oder? Nee, das ist noch, also wobei. Das ist dann eine richtige Verhandlung. Also es könnte sein, dass das ein echter Fall ist, aber kann sie dann in diesem Fernsehformat trotz ihrer Beurlaubung rechtsgültig urteilen? Gute Frage. Sind da nicht auch Schöffen bei? Müssen die nicht auch beraten? Nee, nicht bei einem Zivilrecht, oder? Keine Ahnung. Schöffen ist doch ab richtigem Strafrecht. Also ich finde es aber immer ganz cool, wenn so echte Fälle genommen werden. Ich finde immer so mies, wenn so echte Fälle dann so eskalieren, die irgendwie Filme, Serien, keine Ahnung, was davon machen, die Leute irgendwie so richtigen Müll gemacht haben und dann Millionäre sind, weil irgendwer die Rechte davon kauft. Mhm. Und sich da dann doch alles gelohnt hat. So was finde ich immer Mist. Mhm. Strahlung der Episode fand dieser seinen Weg in das TV-Studio eines Mannes, der Memes produziert hat, noch lange bevor irgendwelche TikToker ihre Toilettenschüssel für 13 digitale Rosen zu Mambo No. 5 abgeschlabbert haben. Wer mittlerweile wie ich über 30 ist, leidet nicht nur an Rückenschmerzen, sondern kann sich noch gut daran erinnern, welch eine Reichweite Stefan Raab und seine Sendung TV Total zu dieser Zeit hatten. Wer auf einem dieser Knöpfe hier landete, die Stefan während seiner Show zu jeder Zeit drücken konnte, wurde nicht nur als kurzer Clip auf einem großen Monitor abgespielt, sondern über Nacht auch noch bei einem Millionenpublikum das bekannt. Das Ding, ne, das hat alles losgetreten. Also von. Er weiß es nicht. Da lebt heute immer noch davon, muss man das sagen. Soundboard, ja, ja. Das stimmt. Dieser Knöpfe sollte in der 19. Episode von TV Total nun ein uns. In der 19. Episode. Ja, aber damals kam. Ja, am Anfang kam es ja noch wöchentlich. Wie lange hat das gedauert? Immer nur montags abends, ne? Glaube ich, oder so. Ja, gute Frage. Aber wie lange hat das gedauert, bis das nicht mehr nur wöchentlich kam? Ja, gute Frage. War das schnell nach? Bereits bekannt. Allgemeines Einspieler, Sendungskonzept und Ausstrahlung. Ab 2001 lief die Sendung zumeist viermal wöchentlich. What? Krass, Alter. War ganz schön lange unterwegs. Für knapp 2 Jahre gab es eine Ausgabe pro Woche. Krass, so okay. Von 99 bis 2001 dann quasi und ab 2001 dann viermal wöchentlich, okay. Krass. Das Gesicht liegen. Maschendrahtzaun. Doch im Fall von Regina ging er sogar noch einen Schritt weiter und stimmte gleich im Anschluss ein Lied mit der Gitarre an, das den, man mag es kaum glauben, Titel Maschendrahtzaun trug. With a six pack of beer and a Maschendrahtzaun. Hier könnte diese Geschichte eigentlich schon enden. In ein paar Tagen wäre der ganze Streit rund um irgendeinen Maschendrahtzaun und einen Knallerbsenstrauch sowieso wieder vergessen. Und man würde wieder über andere Dinge berichten. Über Holy beispielsweise. Da gibt's nicht nur leckere Energy-Sorten und Eistees zum selber anmischen, sondern aktuell auch wieder die Adventskalender. Aber ja, Holy bringt knallhart, den im September gibt's jetzt schon Lebkuchen im Sortiment-Move. Doch früh zuzuschlagen lohnt sich dieses Mal wirklich, denn die beiden Adventskalender sind also noch hier überschneiden sich unsere Interessen minimal, aber ich werde trotzdem deinen Code einblenden. Wer bei der ganzen Sache noch Geld sparen möchte, der kann das wie immer mit meinem Code SKIES5 tun. Und mit SKIES gibt's wie immer satte 10% Rabatt auf jede zukünftige Bestellung. Den Link zur Aktion findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Doch Stefan Raab beließ es nicht nur bei der kleinen Live-Gesangseinlage auf seiner Bühne. Stattdessen holte er sich sogar das Einverständnis von Regina, um ihren TV-Ausschnitt in einer eigenen Musiksingle veröffentlichen und auf den Markt bringen zu dürfen. Beteiligt wurde sie mit ganzen... $10 pro verkaufter Einheit. Eine Währung, die für viele mittlerweile so befremdlich und weit entfernt klingt wie aztekische Gold. Tja, so ein Album? Ich denke, das erklärt er jetzt noch, wie viel Geld die daraus kriegt. Ja, da bin ich aber auch gespannt.
Goldmünzen, umgerechnet also 5 Cent. Zusätzlich veröffentlichte man ein Musikvideo zur Single, in dem Stefan samt Band als Cowboys verkleidet den Song performten. Medienhistoriker in rund 100 Jahren werden das erklären müssen. Doch die Single wurde in kürzester Zeit zu einem Hit und belegte noch im Veröffentlichungsmonat den ersten Platz der deutschen Musikcharts. Eine Platzierung, die man die nächsten 7 Wochen nicht mehr abgeben und darüber hinaus knapp 1 Million Einheiten verkaufen sollte. Alter. Doch der langanhaltende Erfolg sorgte im Umkehrschluss für sie. 1 Million mal 10 Pfennig. Nein, 5 Cent habe ich geguckt, dann halt so 100.000 Mark. War. Ja, nee, stimmt gar nicht. Nee. 10.000 Mark. 10.000 Mark? Na. Nee, Moment. Was kostet ein Album, ist eine wichtige Frage. Ja, die hat halt 1 Million mal 10 Pfennig gekriegt. Ach so, ja, guck mal, dann ist doch 100.000 Mark. Okay. Ist okay, ne? Naja. Schluss natürlich auch dafür. Sonst hättest du es ja nicht gehabt. Ja, okay, wenn du so natürlich ausgehst, dann ja, aber ich finde halt, wenn man so, finde ich schon. Ich glaube, für die Musikbranche ist das ein echt guter Deal. Dafür, dass du da nichts gemacht hast. Ja, natürlich wird da Stefan Raab halt auch was machen, aber du musst halt auch selber bedenken, dass du einfach dafür 100.000 Mark bekommst. 100.000 Mark? Das ist so, als wenn du bei der 100.000 Mark schon gewonnen hättest. Genau, und der Zahlencode richtig eingegeben wurde. Da heißt es Draht, Junge. Dass es sich bei dem Interesse am Nachbarschaftsstreit um einen Maschendrahtzaun nicht mehr länger nur um eine Eintagsfliege handelt. Und das wiederum rief die Medien auf den Plan, die nun mehr über die Geschichte hinter den Knallerbsenstrauchkonflikten wissen wollten. Doch nachdem sich wohl rund alle Medienvertreter eines jeden deutschen... Alter, das ist nicht deren Ernst, oder? TV-Senders im beschaulichen Dörfchen... Ich hab da Schnee. Und das wiederum rief die Medien auf den Plan, die nun mehr über die Geschichte hinter den Knallerbsenstrauchkonflikten wissen wollten. Doch nachdem sich wohl... Guck mal, wie viele Leute da an diesem scheiß Maschendrahtzaun stehen. Das ist hier Drachenlord pilgern, oder? Alter. Nee, das ist halt echter Medienhype. Das ist tatsächlich, früher, genau, das ist halt Medienhype. Also, du bist, wie wolltest du anders berühmt werden als durch Film, also durch Fernsehen und Zeitung? Und alle Medienvertreter eines jeden deutschen TV-Senders im beschaulichen Dörfchen versammelt hatten, staunten sie nicht schlecht. Vor Ort kampierten bereits hunderte Schaulustige, die sich selbst aus den hintersten Ecken Deutschlands auf den Weg gemacht hatten, um sich von Regina mal persönlich anschreien zu lassen. Das kommt mir irgendwie alles so bekannt vor. Aber ich glaube, die war dann doch nicht mehr so glücklich darüber. Ich weiß einfach nicht, woher. Denn wie es aussah, hatten weder das gültige Gerichtsurteil, die Klage wird abgewiesen, noch der große Medienrummel dafür gesorgt, dass Frieden auf den beiden Seiten des Maschendrahtzaunes herrschte. Regina wollte weiterhin, dass der Strauch das Zeitliche segnet und Gerd weigerte sich und sah ihn als eine Art Weltkulturerbe an. Wann immer Gerd und seine Begleiter durch den Nebel schritten, wurden sie sofort also vom Deutschland Endlos und solche Sachen, wo ich mir denke, es geht um verkackten kleinen Strauch. Boah, also, Junge, das muss so schlimm sein, so Nachbarschaftsstreit. Regina und ihrer Mutter attackiert und mussten einsehen, dass sie völlig unterlevelt waren. Nicht nur, dass die beiden passive Fähigkeiten wie Kampfschreie hatten und dazu noch Fernkämpfer waren. Du musst alles treffen können. Sie ignorierten auch bewegungsunfähig machende Fallen und konnten jederzeit in den Nahkampf wechseln, um die Nachbarn oder Fans vor der Haustür kampfunfähig zu machen. Der Grund für die Ausschreitungen war mittlerweile nicht mal mehr primär der wuchernde Knallerbsenstrauch, sondern die Tatsache, dass immer mehr der anreisenden Pilgerer, die das Grundstück unbefugt betraten, einen Teil des Maschendrahtzaunes abschnitten, um es als Souvenir mitzunehmen. Nachdem sich daraufhin eine Firma meldete, die kostenlose Promo stramm mitnahm und anbot, den Zaun kostenlos zu ersetzen, wurde der alte, kaputte Zaun in kleine Teile geschnitten und auf dem örtlichen Marktplatz samt Echtheitszertifikat verkauft. Die Stimmung mega daraufhin etwas zu bessern. Die verdient das ist einfach ihr Job geworden dann, weil sie halt vermarktet sich. Unglaublich alles jetzt schon wieder. Also, das ist. Die Frage ist, wer hat so ein Stück Maschendrahtzaun noch zu Hause? Hat das jemand von euch? Tippe auf eine Person, die bei Pizmeet arbeitet. Was? Andi? Du meinst nicht wirklich das Andi? Ja, nicht im Ernst, aber... Oh mein Gott. Mein erster Gedanke war, das ist so ein Ding, was Andi geil findet. Andi hat damals noch gar nicht gelebt. Soll ich einfach mal Andi kurz anrufen, also random, und schauen, ob ein Stück Maschendrahtzaun zu Hause hat?
kein Mensch, das ist ein Tier. Zumindest bis zum nächsten Tag, an dem Regina feststellen musste, dass man auch ihren neuen Zaun über Nacht aufgeschnitten und Teile davon als Souvenir mitgenommen hatte, wofür sie abermals ihren Nachbarn verantwortlich machte. Euch traue ich das zu. Wenn der wegen so einem Bus hier 10 Jahre lang hier so eine Sache macht, dem traue ich das denn? Zu. Von unserer Seite wäre es das Dümmste, dass sich jemand dran vergreifen tut und es vergreift sich keiner dran. Ihnen glaube ich keinen. Wir haben kein Interesse. Sie machen in der Öffentlichkeit Lügen. Sie laufen mit Internet um einen roten Kopf. Die örtliche Polizei musste mittlerweile mehrmals täglich anrücken. Alter. Und das Grundstück stand aufgrund der mittlerweile hunderten bis tausenden Besucher zwischenzeitlich unter Polizeischutz. Das ist meiner Sicht ein unhaltbarer Zustand, weil mittlerweile die Polizei regelmäßig dort aufzutreten hat. Und es gilt noch zu befürchten, dass es eventuell noch zu Körperverletzungen kommt und anderen Dingen, die eigentlich nicht im Interesse unserer Arbeit sind. Wir haben eigentlich richtig was zu tun. Die Fangruppierungen spalteten sich je nach Berichterstattung in zwei Lager. Während sich Regina nicht unbedingt immer von ihrer Schokoladenseite zeigte, und viele der Meinung waren, dass sie nicht im Recht sei. Ich habe jetzt gehört, dass die Frau Zinsler doch nicht ganz so die liebe Nachbarin ist, dass sie anderen tyrannisiert. Naja, da steht man natürlich auf der Seite von Herrn Trommer. Gab es unzählige Besucher, die mit ihr und ihrer Situation Mitleid hatten und den Nachbarn Gerd wie auch den Knallerbsenstrauch für die Ausschreitungen verantwortlich machten. Und so ließen sich einige nicht einmal von den filmenden TV-Kameras davon abbringen, dessen Grundstück zu stürmen und den Knallerbsenstrauch eigenhändig niederzumetzeln. Es ist mir unbeschreiblich, was wir hier schon wieder für Dummheit uns gerade angucken. Zivilcourage nenne ich das. Da gehen welche. Die haben einfach den Knallerbsenstrauch entfernt. Wer hätte sich von der Kamera, von dem Fernsehen filmen lassen einfach vom Hausfriedensbruch. Ja, wirklich. Du musst ja eigentlich mal klar machen, deren größte, also der Fehler ist eigentlich, die sind bekannt geworden. Ende. Weißt du, und dann eskalieren einfach Sachen. So, die ja, Mehrheit ist dann, also ich weiß nicht, also ich finde das. Ist Stefan Raab eigentlich dafür verantwortlich? Mit Regina, ja sicher, aber Regina hat Moneys dafür bekommen. Ja, aber und der arme Herr Trommler nicht. Ich fand die damals auch nicht so toll. Irgendwas war da noch, die hat ihm nie verziehen oder so. Ich versuche gerade auf eBay ein Stück Maschendraht zu finden, aber das ist ganz schön schwierig. Ja, welch Wunder. Ist natürlich also, auch eine ethische Debatte, inwiefern man das jetzt vorhersagen konnte und Stefan Raab anlasten kann. Das ist eine gute Frage. Ja, vor allem, also man muss aber auch sagen, die Frau geht ja ne, vor Gericht, muss man sagen, im TV. Also das ist natürlich dann auch ein bisschen blauäugig, sich dann zu wundern, dass Menschen irgendwie zumindest von dir Kenntnis nehmen. Ja, aber dass das passiert, ist ja was anderes, als dass Menschen von dir Kenntnis haben. Das ist richtig. Ja, das ist schon richtig. Also es ist ein bisschen mehr geworden, aber... Also damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Deswegen einfach aus der Öffentlichkeit raushalten, Leute. Außer ja, seid so wie wir. Das ist ein Fehler. Diesen Knallerbsenstrauch aus diesem Garten entfernen, von diesem Grundstück. Damit das hier mal ein Ende hat, diese Streiterei. Ich glaube, der hat auch einfach keinen Bock mehr. Der will, dass die Medien auch wieder über andere Dinge berichten. So. Wahrscheinlich ist das so geil. Guck mal, es ist Enrico K., Strauchdieb. Schau mal vor, Peter, ich komme irgendwann zu dir nach Hause und klau dir deinen Strauch, weißt du, so einfach, weil ich dich kenne. Also, ja, aber der ist ja nicht so berühmt. Fände ich frech. Ich glaube, Peter ist berühmter als Enrico auf jeden Fall. Ja, ich glaube, der ist da jetzt auch nicht so bekannt für geworden. Also ich habe diesen ganzen Scheiß damals nicht mehr mitbekommen, ich habe den Song gekannt. Ich habe es irgendwann, den Song und irgendwann auch mal so eine Doku darüber gesehen oder sowas. Das ist auch schon Jahre her. Ruckzuck ist das Ding weg und ich habe gesagt, also wenn es irgendwelchen Ärger geben sollte, werde ich ihm einen neuen Strauch besorgen. Zudem erhielt Gerd mittlerweile Morddrohungen, bei Regina sprengte man den Briefkasten und klaute ihre Schuhe, Horden von Besuchern standen vor dem Haus und sahen zusammen Maschendrahtzaun und ständig klingelte es irgendwo an der Haustür. Und nachdem mittlerweile schon 2 Zäune zerstört wurden, rollte kurz darauf ein neues Unternehmen mit einer ganzen LKW-Ladung eines hochwertigeren und rostfreien Gittermattenzaunes an, um den beschädigten Maschendrahtzaun abermals zu ersetzen. Der Kult um den Maschendrahtzaun schien nämlich kein Ende zu nehmen. Wie kann das sich so lange halten? Also ist gar nichts passiert, Relevantes. Also, ja, aber ich dachte, irgendwann war das dann tatsächlich, glaube ich, so ein Drachenlord-Ding, oder? Ja, wahrscheinlich wirklich, halt, ohne Witz. Ja, weil das ist ja so, ne, die treten dann, die saufen da Bier, die treten da irgendwelche Autos kaputt. Aber da sind einfach nur, glaube ich, die Leute schaulustig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das so, also du kannst es vergleichen, aber ich glaube, die Intention der Leute dahin zu gehen, ist eine andere. Also
Teilweise. Manche haben aber doch da den Briefkasten ja, in die Luft gesprengt, haben die doch safe bei dem Auge gemacht. Aber da waren ja nicht so viele und ach, die Polizei ich war sehe überfordert. Auf jeden Fall das die Parallelen, Parallelen, muss ich sagen. Ja. Ich sehe auf jeden Fall wieder, warum die Masse nicht geil ist. Stellt euch mal und vor, jeder investiert in die Krebsforschung oder so. Das wissen alleine, was da steht. Ja, dann gäbe es bestimmt ein paar Leute dabei, wäre bestimmt schon einen Schritt weiter. Ja, also das kann man natürlich immer sagen. So hoch, ne? Ist, wenn du zu so einem Maschendrahtzaun pilgerst. Ich glaube eben nicht, dass das einen Unterschied macht. Auf solchen Asi-Events werden ja auch Doktoren und Professoren sein. Ja, wir könnten ja auch Fall. Sinnvollere Dinge tun, theoretisch gerade. Ne? Und die Leute, die uns gerade zugucken, auch. Wir machen sinnvolle Dinge, hallo? Herr Peter, ich verdiene gerade Geld. Ja, gut. Wollte sein Stück vom Kuchen haben. Wortwörtlich. Bei der Bäckerei gab es nun die Maschendrahttorte. Ja. Friseure schnitten Fans Zaunmuster in die Haare. Und sogar ein Schnaps namens Maschendrahtzaun wurde in kürzester Zeit auf den Markt gebracht. Vorsichtig, den Deckel auf die Nase setzen, schunkeln und sagen, Maschendrahtzaun makes me feel alright. Das cringe, Alter. Mittlerweile stritt man sich nicht mehr nur untereinander um einen Maschendrahtzaun oder mit den Nachbarn, die wegen den von den Zuschauern blockierten Straßen nicht mal mehr aus der Einfahrt fahren konnten. Sie hat sich hier vorne frei zu hängen. Durch ihren Mädchenrummel, meine Kinder kommen nicht mehr zur Ruhe. Oh, den Clip kenne ich. Der Kameramann ist perfekt. Und durch ihren Mädchenrummel. Was wird die denn jetzt angeschrien von der? Da kann die doch nichts für, dass die Kameras da sind. Warum schreit die denn jetzt? Was? Naja, ich denke mal, die Frustration kommt vielleicht auch dadurch, dass man sich ja auch etwas zurückhaltender verhalten kann und vielleicht weniger Leute dahin kämen, wenn man nicht jedes Mal ausrastet. Ja, okay, aber... Also ist natürlich trotzdem, ist sie das Opfer an der Stelle, aber so kann ich mir jetzt zumindest das Ärgernis vorstellen. Im Zoo ist ja auch mehr los, wenn die Affen Randale machen. Ne? Also, da gibt es direkt dann die Traube, ja, gucke ich dann auch hin. Als wir waren auch da, da war es richtig voll. Wo waren wir denn da nochmal? In Efteling. Im Zoo, Efteling, wo die Affen Zoo. Da auch über den Weg gelaufen, also geklettert sind. War das in Irland? Nee. War das nicht Duisburg? Ah, nein, das war in Dublin. Down the way. Ja, genau. Ja, da sind ja auch alle Leute stehen geblieben, als da gesagt wurde, gleich. Als der da runtergekackt hat, das war so insane. Ja, genau. Wenn der nicht gekackt hätte, wäre keiner stehen geblieben. Das war insane. Ach ja, stimmt, als der da oben drüber jetzt. Ja, dieses Drahtseil. Deswegen, ja, weißt du, deswegen kann ich mir da schon nachvollziehen. Wenn mit dem krassen Orang-Utan hat der auch gesagt, mach mal Platz hier, Digga. Ja, genau. Ja. Und deswegen, Peter, das stimmt schon. Also, wenn ja, jetzt aber trotzdem, würde, ne? Man muss halt trotzdem nicht hingehen, man kann ja auch einfach das nicht machen, aber ja, da greifen dann einige Sachen ineinander. Untereinander um die Sendezeit. Der erste Sender, der maßgeblich über die Situation vor Ort berichtete, war nämlich Sat.1. Und der hatte laut eigener Aussage auch einen Exklusivvertrag mit Regina. RTL hingegen bot Regina klangheimlich an, ihr aus der Belagerung vor ihrem eigenen Haus helfen zu können und ein anderes Image zu verpassen, woraufhin man sie in einer Nacht- und Nebelaktion hatte um die gerade, Moment, hatte die gerade, dieses pinke Ding war von den Los Angeles Rams. Habe ich nicht gesehen. Der Mann sich mittlerweile unter Sat.1 sagte und in einen von berichtete, war nämlich Sat.1. Und der hatte laut eigener Aussage auch einen Exklusivvertrag mit Regina. RTL hingegen bot Regina klangheimlich an, ihr aus der Belagerung vor ihrem eigenen Haus helfen zu können und ein anderes Image zu verpassen, woraufhin man sie in einer Nacht- und Nebelaktion um 4 Uhr nachts samt Ehemann und Katze einsackte und in einen von RTL gesponserten Urlaub nach Paris fliegen wollte, um sie dort mit der Kamera zu begleiten. Ein Sat.1-Redakteur beschrieb diese Nacht später folgendermaßen, und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das steht original so im Bericht. Gegen 4 Uhr raste plötzlich ein Volvo vor das Grundstück und stellte sich erstmal quer. Im Auto befand sich bereits ein RTL-Kamerateam, das Regina, ihren Mann und die Katze zur Wagentür begleitete. Als ein Sat.1-Redakteur, der das Haus beschattete, das sah, rief er sofort das eigene Kamerateam im Hotel an, das sich sofort auf den Weg machte, um RTL zu verfolgen. Die beiden Sender lieferten sich daraufhin eine Verfolgungsjagd Richtung Leipzig, wo RTL Regina in einem Hotel unterbringen wollte, um sie aus dem Land zu fliegen. Weil man das Hotel aber nicht mehr für sicher hielt, what the fuck, als hätten die Sat.1 Auftragskiller im Nacken, fuhr man daraufhin weiter in ein anderes Hotel und von dort aus zum Flughafen, wo die RTL-Wagenkolonne auf der Flucht vor Sat.1 eine Schranke durchbrach und Absperrungen umfuhr und sie letztendlich dort abhängen konnte. Was zur Hölle? Wieso hat der RTL so viel Angst vor Sat.1? Die wollten halt exklusiv Shit haben. Peter. Das
ist ja komplett gestört, ey. Züge an, ey. Wie ist das eigentlich, wenn RTL einen Exklusivvertrag hat mit Regina und dann machen die halt irgendeine Sendung darüber? Aber kann man eine Sendung über die Sendung machen? Und was ist mit Gerd? Deswegen. Wieso interessiert sich keiner? Ja, weil der nicht rumschreit wahrscheinlich und nicht alle Leute beleidigt. Ja, oder weil er wahrscheinlich eine Verfügung oder so hatte vom Gericht. Ja. RTL machten Regina und ihr Mann nun also einen bezahlten Urlaub in Paris, wo man sich Froschschenkel und ein wenig Kader gönnte, um sich vom Chaos zu Hause abzulenken. Stefan Raab, der das Ganze natürlich ausgelöst und von dem Tumult auch mitbekommen hatte, äußerte sich mittlerweile dazu folgendermaßen. Wir haben die Frau einfach bewusst ja nicht persönlich in die Sendung eingeladen und nicht bei ihr zu Hause gefilmt. Wir haben ja auch in dem Lied selber, da geht es ja gar nicht um diesen Streit am Maschendrahtzaun. Da haben wir lediglich dieses Wort aus der Sendung von Richterin Barbara Salesch genommen und haben das in einen englischen Kontext gepackt. Aber dass dieser Streit an sich so in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, also das war nie in unserem Sinne und das kann ja auch nicht gutheißen. Doch auch wenn... Erstmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Der wird so safe darüber berichtet haben. Das wird doch jede Woche, wird er doch da groß drüber geredet haben. Über die ganzen Ausschnitte und so weiter. Never wird er das nicht bis zum Ende ausgeschlachtet haben. Never. Wir haben jetzt hier keine Einordnung, wir haben nur diese Aussage. Ja, come on. Ja, aber also das hätte Skis ja jetzt im Endeffekt gegenschneiden, überprüfen. Vielleicht kommt das ja jetzt. Ja, genau. Regina nun in Paris turtelte, nahm das Spektakel im beschaulichen Dörfchen noch lange kein Ende. Täglich trafen weit. Kann ja auch nicht gutheißen. Doch auch wenn Regina wird mittlerweile so viele Souvenirs und T-Shirts. So blöd? Doch auch wenn Regina nun in Paris turtelte, da nahm das Spektakel im beschaulichen. Birkenhügel grüßt die zweite Generation des Maschendrahts. Was ist denn die zweite Generation? Ja, der neue Maschendrahts. Generation Z vom Maschendrahtzaun. Du musst kurz an die Tür. Das ist ja komplett krank. Crazy. Ja, dann, ach Mensch, heute Nachmittag habe ich noch nichts zu tun. Ja, fahren wir doch mal nach, ich weiß gar nicht, wo das ist. Aber das sieht mir so aus, als wäre das irgendwo der letzte Ort irgendwie in der Vulkaneifel oder so. Ja, ich habe mich auch hunderte Fans, was machen die den ganzen Tag, weißt du, sonst... Ja, aber nichts, deswegen, ich habe nichts zu tun, fahre ich da einfach mal 4 Stunden, um Reginas Maschendrahtzaun zu gucken. What the fuck, Alter. Unfassbar. Dörfchen noch lange kein Ende. Täglich trafen weiterhin hunderte Fans ein. Auf der Straße wurden mittlerweile so viele Souvenirs und T-Shirts verkauft, dass man zeitweise die USA als stärkste Wirtschaftskraft ablöste und manch einer beschwerte sich gar, dass es keinen Wurststand gab. Wenn ich hier wohnen würde, ich hätte mir schon längst eine Wurstbude hingestellt. Also. Die Frage lautete nun also, ja. Wie nur soll das alles endlich ein Ende nehmen? Nun, Gerd Trommer, ist es jetzt eigentlich endgültig leid. Auch wenn es heißt, dass Regina Zindler sich jetzt auf dem Rückweg hierher befindet, will er endlich handeln, er will zur Tat streiten, er will Frieden am Maschendrahtzaun stiften. Und da hat er sich gedacht, der Klügere gibt nach. Und er wird das tun, was viele für unvorstellbar hielten. Er wird seinen Knallerbsenstrauch jetzt entfernen, obwohl er recht ist. Gerd, wie kamst du zu der Entscheidung? Was hat Sat.1 dafür wohl bezahlt, dass die senden dürfen, dass Gerd Trommer seinen Knallerbsenstrauch wegmacht? Also das wird ja, der will auch mal ein bisschen partizipieren davon. Wenn er nicht doof ist, hat er sich das gut bezahlen lassen, diese Exklusivformat. Wo kommt der neue Knallerbsenstrauch her? Ja, der andere alte wurde doch geklaut. Ja, aber nur die Hälfte, neuen eingepflanzt. Ja, wobei, hat er nicht gerade gesagt, der nicht echt ist oder so? Kannst du mal ganz kurz so einen Ticken zurückspulen? Ja. Und da hat er sich gedacht, der Klügere gibt nach. Und er wird das tun, was viele für unvorstellbar hielten. Er wird seinen Knallerbsenstrauch jetzt entfernen, obwohl er im Recht ist. Ach, Gerd, wie kamst du zu der Entscheidung? Wir sind zu dem Entschluss gekommen, das Beste für die Region, für die Stadt, für die Nachbarn wäre es, den Strauch zu versetzen. Und wir hoffen, dass der Frieden wieder eintritt hier in dieser Region. Nachdem Gerd sich entschieden hatte, trotz des Urteils zu seinen Gunsten, den Knallerbsenstrauch zu entfernen, bejubelten über 1000 Fans das historische Der Mauerfall war nichts dagegen, Freunde. Was? Okay, Alter, als die Sowjetunion gefallen ist, was? Egal. Für ein kleines Event, Alter. Das ich glaub es nicht. Warum war ich nicht dabei? Ja. Du warst da noch nicht so alt. Ne? Ja. Erfuhr von der frohen Kunde, als sie sich noch in Frankreich befand. Und nach ihrer Rückkehr nach Deutschland gab sie sogar eine Pressekonferenz, in der sie fast schon versöhnliche Worte fand, zumindest nachdem sie sich zunächst mit 2 Zuschauern gestritten hatte. Ich sehe gerade 2 Frauen, die da hinten stehen, die gehören nicht mit zur Presse. Die eine, die hat mich beleidigt. Herr Trommer ist jünger wie ich
Und er ist ein Mann. Also die Höflichkeit erfordert, dass zuerst der Mann grüßt und auch der Jüngere den Älteren. Also wäre erst einmal der Herr Trommer an der Reihe. Wenn er mich grüßt, ich grüße gerne zurück. Und letztendlich brachte sie sogar zusammen mit einer Band namens Die Knallerbsen eine eigene Single namens Frieden am Zaun heraus, die nicht weniger Fiebertraum ist als alles, was ihr sonst so bisher in diesem Video gesehen habt. Doch was sagt ihr, Freunde des Bartes? Seid ihr Team Maschendrahtzaun oder Team Knallerbsenstrauch? Habt ihr von dem ganzen Spektakel damals überhaupt mitbekommen? Seid ihr noch zu jung, um Rückenprobleme zu haben? Und hätte ich jemals gedacht, dass ich mal so oft die Wörter Maschendrahtzaun und Knallerbsenstrauch in einem Video verwenden muss? Schreibt's mir wie immer gerne in die Kommentare. Okay, Abonnent? Was das für ein Akt war. Geiles Video. Aber wirklich geil. Wirklich, ey, das ist wild. Geiles Video, aber Menschenmassen sind kacke. Also die Ausmaße sind ganz krank gewesen. Wirklich, ja. Absolut irre. Ich kam aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus teilweise. Skis, danke dir. Eine echte Bereicherung für YouTube Deutschland. Und Dankeschön euch, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.